Guten Morgen. Ja, ich konnte mich vom Frühstücksbuffet losreißen. Ja, so ein Hotel ist schon sehr angenehm. Gut geschlafen, wohl genährt, kann es dann heute weitergehen. Ja, heute möchte ich dann wieder zurück nach Oldenburg über Basel und Bad Zwischenahn habe ich geplant. Und zum Beispiel werde ich gleich erstmal durch Feenroute folgen bis Basel und dann aber trotzdem auf anderen Wegen, auf selbstgeplanten Wegen zurück nach Oldenburg. Ja, das Wetter hat sich ein bisschen geändert. Etwas Wind kommt auf, wird immer stärker über Tag, aber ich habe natürlich so geplant, dass ich den als Rückenwind habe heute. Und ja, heute Abend soll schon regnen, aber da möchte ich ja wohl schon zu Hause sein. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Nun bin ich draußen aus Papenburg. Ja, war echt schön. Das ist echt eine Stadt, die man sich auch wieder mal gut schön angucken kann. Also nicht einfach nur dran vorbeifahren, wenn man so auf dem Emsradweg oder so vorbeikommt hier. Das ist echt sehenswert hier. Ja, da ich gestern ja auch so viel schon gefahren bin, bleibt für heute ja auch gar nicht mehr so viel über. Das sind heute ja auch nur so circa 73 Kilometer. Also, das ist wohl schnell abgeradelt. Wie man sieht, hat die Feenroute ein extra Straßenschild für Fahrräder. Ja, mal was anderes. Da ich jetzt auf der Feenroute bin, wollte ich auch mal wissen, was Feen überhaupt bedeutet. Laut Wikipedia heißt das Siedlung im urbar gemachten Moorgebiet. Ja, soll man auch wissen. Habe ich vorher nicht gewusst. Wie zum Beispiel der nächste Ort heißt ja auch Rauderfeen. Zum Beispiel. Hier sind die Straßen einfach gestrickt, nur geradeaus. Hier bin ich am See im Westerrauderfeen. Ja, es wird doch schon schnell warm heute. Ich werde jetzt schon mal die Jacke ausziehen.
Das war jetzt West-Rauderfehn und jetzt geht's nach Ost-Rauderfehn. Nun ist aber zu Ende mit Rauderfehn. Ja, auch wieder hier sehr schön, toll anzusehen hier mit diesen ganzen Kanälen. Ja, als nächstes, der nächstgrößere Ort wird jetzt Basel sein. Ja, ich habe auch schon wieder 20 Kilometer hinter mir, aber es geht schon wieder alles so schnell. Stehe ich hier an so einer Schleuse, alles funktionstüchtig. Ja, man kann auch sehen, Ems hat Ebbe. Das ist schon ganz schön warm geworden, 10:30 und schon 16 Grad. Ja, ging heute Morgen. So, aber da weht ja auch eine steife Brise, wie man im Norden sagt. Der Wind weht ordentlich warme Luft heran aus Südwest, aber zum Glück habe ich den ja als Rückenwind. Also werde ich erstmal die Arm- und Beinlinge ausziehen. Man kommt hier durch ganz viele Orte immer noch mit Feen am Ende, wie zum Beispiel gerade im Holterfehn und Idafehn. Und Elisabethfehn war auch schon ausgeschildert. Da habe ich noch mal Glück gehabt, hier fehlt ein Stück Brücke. Aber wir haben ja zum Glück eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer gebaut. Jetzt befinde ich mich hier in Basel. Oh, konnte ich mir hier gleich einen Überblick verschaffen, denn hier am Ortseingang ist ein Aussichtsturm. Klasse! Thank you.
bin jetzt in Basel. Jetzt geht's rüber nach Bad Zwischenahn und dann noch nach Oldenburg. Die Feenroute bog da auch nach links ab. Jetzt fahre ich durchs Ammerland. Hier ist die Landschaft auch gleich anders. Viel mehr Wald hier. Und man muss unheimlich aufpassen jetzt. Der Wind pustet hier die ganzen Eicheln von den Bäumen. Bis jetzt hat mich zum Glück noch keine getroffen. Es gibt also doch quadratische Bäume. Jetzt bin ich am Zwischenahner Meer. Ja, hier ist ordentlich was los. Ist echt schwierig, hier ein ruhiges Plätzchen zu finden.
Na nun habe ich Bad Zwischenahn verlassen. Ja, da ist ordentlich was los. Beim Film muss man ja immer gut aufpassen, dass man nicht so viele Leute draufkriegt in DSGVO-Zeiten. So, jetzt geht's schnurstracks nach Oldenburg. Da gibt es einen schönen Radweg hier von Bad Zwischenahn nach Oldenburg. Der ist immer hier an diesen Bahnschienen, also immer ziemlich geradeaus. Guter Weg, das ist die reinste Fahrradautobahn hier. Oh, jetzt habe ich die Bahnschiene verlassen, jetzt geht es langsam rein nach Oldenburg. Das waren echt 7, 8 Kilometer, war echt schön. Ja, hier in Oldenburg wohnt ja auch Ingo von Ingo fährt Fahrrad im Kanal. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. Ja, da bin ich wieder am Anfang vom Ende. Ja, war eine tolle Runde. Der gestrige Tag, der heutige Tag. Ach, was man schon wieder alles gesehen hat. Echt toll. Ja, hier in Oldenburg war ja leider ein bisschen viel los. Da konnte ich nicht so viel zeigen. Aber egal. Ja, hat ja super geklappt mit der Übernachtung und mit den Taschen. Daran habe ich mich schon gewöhnt. Das hat mir echt gut gefallen. So kann man ein Wochenende ja echt super ausfüllen. Ja, heute waren es 80 Kilometer wieder mit diesen ganzen Umwegen und ein paar Abstecher. Aber egal, war echt toll, war echt super, das hat mir echt gefallen. Also, mal sehen, was als nächstes kommt. Und ich hoffe, beim nächsten Mal sieht das mit dem Auge auch nicht mehr so schrecklich aus. Also, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin.